Hallo, mein Name ist Merlin Giesen, herzlich willkommen in unserer kleinen Medienwerkstatt. Ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe den Dennis mitgebracht und Dennis und ich haben in den letzten Wochen gemeinsam die Videoreihe Gelingende Praxis im Fernunterricht konzipiert und aufgezeichnet. Versteht man mich überhaupt? Aber sehr gut. Hallo Merten und natürlich auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ich mich aber hier so umschaue, dann sind wir bisher nur zu zweit. Wo sind der Rest? Genau, in den letzten Wochen haben wir ja einige Beispiele von Lehrkräften aufgezeichnet, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Und die holen wir jetzt so nach und nach dazu und machen mal so ein kleines Zwischenfazit. In den bisherigen Videos hat bisher jeder Referent individuell ein Fazit gezogen. Merten und ich haben uns im Rahmen der Konzeption dieser Videoserie natürlich umgeschaut und überlegt, welche Chancen und Herausforderungen durch das Setting Fernunterricht sich ergeben. Und daher finde ich es jetzt ganz besonders spannend, mal zu schauen, ob sich diese Entdeckungen, die sich aus der Forschung bzw. Literatur generieren, auch in den Fazits unserer Lehrkräfte widerspiegeln. Wie nicht anders zu erwarten, brennt das Thema Ausstattung natürlich allen irgendwie unter den Nägeln. Ganz wichtig ist die digitale Ausstattung und der Support auf beiden Seiten. Haushalte besitzen alle ein Handy. Das gehört, sage ich jetzt mal, auch in den nicht so gut gestellten Familien zur Grundausstattung dazu. Also wenn ich Unterricht über so ein Format machen möchte, müssen Schüler ausgestattet sein. Ausstattung entscheidet, ob ein Kind teilnehmen kann oder nicht. Ressourcen ist das alles Entscheidende. Unser Bildungssystem kann sich nicht länger davor verschließen, dass wir jetzt digital arbeiten können und wir wollen auch digital arbeiten. Vielen Dank Sonja, vielen Dank Paul. Ich denke, dass es darüber hinaus auch wichtig ist zu erwähnen, dass nicht pro Familie ein Endgerät benötigt wird, sondern letztendlich pro Kind zu Hause ein Endgerät notwendig ist. Ja klar, es macht natürlich keinen Sinn, dass irgendwie zwei Kinder gleichzeitig zu Hause an einem Endgerät in eine Videokonferenz gehen sollen und am besten die Mutter das Gerät auch noch für ihr Homeoffice benötigt. Spannend bei den Rückmeldungen unserer Lehrkräfte fand ich auch, dass vielfach der Lernort Schule erwähnt wurde. Denn aus der Erkenntnis der letzten Monate sollte eins ziemlich klar geworden sein: Der Fernunterricht kann den Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen. Ich habe jetzt es nochmal ganz anders gewertschätzt, dass man wirklich merkt, wie wichtig ist dieser Lernort Schule, wie wichtig ist es auch im persönlichen Kontakt mit den Schülern zu sein, die Schüler auch untereinander, auch mit dem Kollegium. Ja, das heißt, dieser Lernort Schule hat jetzt für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich denke, viele haben auch gemerkt, dass die Lösung in der Mitte liegt. Dass man sagt, wir haben einen analogen Lernort, der aber auch digital unterstützt werden kann. Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass wir jetzt gemerkt haben durch diese Phase, dass Unterricht auf verschiedene Arten stattfinden kann, unter anderem auch virtuell und in der Präsenz. Somit sollte man auch in Zukunft diese beiden Möglichkeiten verbinden. Und dazu ist es eine ganz gute Chance, jetzt diese Situation, dass man da jetzt ansetzt. Ein positives Merkmal des Fernunterrichts ist sicherlich, dass etablierte Strukturen aufgebrochen werden konnten und sich eine Art neue Lernkultur durchsetzte. Mehrere Lehrkräfte haben berichtet, dass sie nicht mehr strikt in Fächern gedacht haben, in Klassen, in einzelnen Unterrichtsformaten, die vielleicht auch im Präsenzunterricht funktionieren, sondern es wurde mehr auf Projektarbeit und neue Lernformen gesetzt. Eine andere Sache, die mich total begeistert hat, ist nicht nur bei mir, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die intelligenten Aufgabenformate. Denn plötzlich musste man nachdenken, wie schaffe ich es, meine Kinder zu motivieren, die zu Hause sitzen, die mich nicht dreimal die Woche sehen. Und statt über das Thema Druck und wie kontrollieren wir, mussten wir darüber sprechen, wie motivieren wir, wie bringen wir Kinder dazu, etwas machen zu wollen. Und die dadurch entstandenen Aufgaben, so lustig und toll sie waren, die haben mich total überzeugt. Und ich hoffe, dass wir das auch mitnehmen können in die Zeit, wenn wieder mehr Präsenzunterricht da ist. Eine weitere positive Erkenntnis des Fernunterrichts ist sicherlich, dass man nun sehr viel präziser differenzieren kann, weil man die Schülerinnen und Schüler enger betreuen kann. Ich kann mit den Methoden und mit den Möglichkeiten, die uns digitale Umgebungen bieten, viel individueller noch auf jedes Kind einzeln eingehen, weil viel, viel sichtbarer wird bei jedem Einzelnen, was er denn getan hat. Also gerade die schwächeren, leiseren Schüler, die fallen dann doch oft bei so Sachen wie Videokonferenzen hinten runter und sagen noch weniger als im normalen Unterricht. Und ich kann auch nicht richtig auf sie eingehen, weil es eigentlich dann doch hauptsächlich Frontalunterricht ist.
Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Anne. Eine weitere relevante Voraussetzung zur Binnendifferenzierung ist sicherlich auch, dass alle Schülerinnen und Schüler überhaupt erstmal erreichbar sind. Eine qualitativ hochwertige Binnendifferenzierung ist daher sicherlich Chance, aber auch Herausforderung zugleich. Das Medienzentrum hat in den letzten Jahren bei Fortbildungen oder pädagogischen Tagen an Schulen ganz oft in Vorträgen das Thema in den Fokus genommen. Warum sollten wir uns mit der Medienbildung, mit den Medienwelten unserer Schülerinnen und der Medienkompetenz beschäftigen? Ich glaube, die Frage, die stellt sich jetzt keiner mehr. Damit das aber auch alles bedient werden kann, kommt die Medienkompetenz ins Spiel, sowohl bei mir als Lehrer als auch bei den Schülern. Und ich denke, da haben wir es in der Grundschule bisher nicht ganz so doll mit betrieben. Dadurch, dass wir es jetzt machen mussten, haben wir ganz klar gesehen, wo die Defizite sind und wo wir ansetzen müssen. Also wir wissen mittlerweile sehr gut, wo wir beginnen müssten, um den Fünftklässlern zu helfen, die ohne Vorerfahrung in die Schule kommen. Und der zweite Punkt ist, die Gesellschaft hat jetzt erfahren, wie es mit der Medienbildung steht. Also wir haben sehr, sehr viele Defizite aufzuarbeiten und entsprechend merken hoffentlich alle in der Öffentlichkeit als auch die Politik, dass entsprechend auch Ressourcen und auch Mittel da reingesteckt werden müssen. Und ich als Lehrer muss mich an die eigene Nase packen und muss halt jetzt gucken, dass ich wirklich über Fortbildung und da kann ich nur sagen, Medienzentrum oder auch Schulportal Hessen, die Webinars sind Gold wert, dass man sich da einen Überblick verschafft, um Plattformen kennenzulernen für digitales Lernen. Wir hoffen, unsere Videoserie hat Ihnen bisher gefallen und hilft Ihnen auch bei Ihrer eigenen Reflexion des Unterrichts. Wenn Sie auch Teil dieser Videoserie werden wollen und vielleicht von Ihren Erfahrungen aus dem Hybridunterricht nach dem Sommerferien berichten wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne.